Hallo Leute, auch für euch. Ich habe hier einen Weltklasse-Nischenduft. Also hier ist Weltklasse wirklich als Weltklasse, denn der basiert hier definitiv auf Honig und Vanille. Ja, mehr auf Honig, weniger auf Vanille. Aber Leute, so ein Honigduft, den habe ich in meinem Leben an keinem anderen Parfum wirklich gerochen. Man muss manchmal aufpassen bei Honigdüfte, die können es manchmal auch vermiesen, ja, die Mixtur mit den Ingredienzen. Und das ist einer der besten. Das ist ein Nischenduft, ja. Und schaut mal hier auf den Flakon, Leute. Boah, wirklich edel. Ich spreche hier vom Kilian Gold Night, Leute. Das ist ein Duft, ja, das ist absolut Nisch, ja. Der ist absolut wirklich teuer. Ich habe es investiert, ich habe da mal mein Geld drin investiert, weil ich halt den Duft wirklich als Honig, ja, ich liebe auch Honig in Düften, ja, aber ich habe auch öfters mal nur Quark bekommen, auf gut Deutsch gesagt, ja. Und das war es mir wert, hier einmalig wirklich mal 200 Euro habe ich dafür ausgegeben, ja. Für 50 Milliliter Kilian, okay, ist schon länger her. Jetzt ist hier vielleicht noch 5 oder 6 Millis, kann ich nur von unten gucken. Kann ich nur 5 oder 6 Milli vielleicht übrig, aber für mich war es halt diese einmalige Investition wert. Kilian, Leute, wirklich hochklassige Nische, hochklassige Ingredienzen. Das ist ein Herbstduft, ein Winterduft, der ist sehr schwer. Eine mega lange Haltbarkeit von 8, eine Silage von 7,5. Ist süß, ist würzig. Würze bringt hier das Patchouli mit rein, ja. Und die Anis, Vanille bringt die Süße rein. Honig natürlich, was hier sehr, sehr, sehr passiert. Bergamotte ist auch noch mit drin. Das macht es auch noch mal so ein bisschen limonenartig. Aber die spürt ihr nicht. Das hat nichts mit zitrisch zu tun. Aber die Kombination aus allem riechst du hier auch ein bisschen eine Bergamotte raus. Weltklasse, Leute. So ein Duft, der ist echt exklusiv. Ja. Und auch der Flakon ist wirklich sehr, sehr edel. Ja. Also kann man nicht sagen. Top-Duft. Schaut, ob ihr, bevor ihr hier einen Blind Buy tätigt, ja, ich will nicht daran schuld sein, schaut erstmal, ob es euch gefällt. Guckt in der Community, ob ihr vielleicht eine Möglichkeit habt, dass irgendjemand euch mal vielleicht ein, zwei Milli abfüllt, weil sogar das ist schon teuer. Da zahlt ihr, glaube ich, 4 € oder so für einen Milli. Und bevor ihr da 200 Euro für 50 Milliliter ausgibt, ja, solltet ihr schon wissen, was ihr da mit nach Hause nimmt. Auf jeden Fall Weltklasse. Ihr könnt mir vertrauen, ihr wisst ganz genau, ich liebe süße Dufte. Und wenn ich euch sage, das ist einer der besten Honigdüfte, die es gibt auf dem Markt, vertraut mir, das ist wirklich so. Das war es auch schon von mir hier. Ich wollte euch den Kilian hier vorstellen, Gold Knight. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Ciao, Belli.